Wer bist du? Ich bin Lisa. Und was machst du? Also was steht auf deiner Visitenkarte? Ich bin Senior Consultant bei InnoQ. Ich glaube, InnoQ muss ich nicht nochmal beschreiben. Das hast du gerade getan. Im Gegensatz zu dir, Eberhard, mache ich nur manchmal Trainings, auf keinen Fall so oft wie du. Und bin aktuell in einem Entwicklungsteam unterwegs und code noch so richtig echt. Mache auch manchmal Vorträge, aber auch auf keinen Fall so oft wie du. Und genau, das mache ich so als Senior Consultant. Genau. Und wie bist du dahin gekommen? Was sind die wichtigsten Eckpfeiler auf dem Weg dahin gewesen? Genau, ich habe es vorhin schon gespoilert. Ich habe kein Studium in dem IT-Bereich gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung. Habe dann ein bisschen vor mich hingearbeitet, habe dann irgendwann ein bisschen recherchiert, was man so machen kann, wenn man schon irgendwie diesen Zettel in der Tasche hat, dass man Fachinformatiker ist. Bin auf den ISAQB gestoßen und habe dann das Foundation-Level-Training gemacht, damals bei Gernot und Philipp Gardier. Und bin dann nach diesem Training irgendwann zu InnoQ gewechselt. Und genau, jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Was hat dich denn in den IT-Bereich hineingezogen? Ganz lustig. Also ich habe mir aufgeschrieben, der Zufall als meine Gedankenstütze. Also klar, ich war auch irgendwie am Computer tätig, aber eher so im Sinne von dran rumdaddeln oder ganz früher noch mit Paint malen oder sowas in der Richtung. Ich habe irgendwann mal, sogar habe ich mich erinnert, mit Visual Basic Script so ein Minispiel gemacht, also wo man so eine Geschichte hat und dann konnte man immer was eingeben. Dann ist man woanders hingesprungen, aber das hatte ich irgendwie nicht als Informatik interpretiert, weil man hat ja nur Text geschrieben. Ich hatte Informatik in der Schule, in der 11. Klasse und fand es so furchtbar, dass ich beschlossen habe, nie wieder irgendwas mit Computern zu machen. Bei dem Lehrer habe ich es wirklich gar nicht verstanden. Also es war großartig. Der sagte immer, ja, Programmieren ist ganz einfach. Das ist wie ein Schnitzel bestellen. Man gibt einen Zettel rein und das Schnitzel kommt raus. Und so finde ich irgendwie nicht und hat mir auch nicht so weit geholfen. Und dann bin ich irgendwann studieren gegangen, aber was ganz anderes, nämlich Statistik. Und ich bin so ein Typ Mensch, wie du vorhin gesagt hast, also für mich funktioniert das Studium als Ding nicht, also die Organisation dahinter. Dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, ich mache eine Ausbildung und habe mich als Bürokauffrau beworben. Und dann musste man so einen Einstellungstest machen. Vielleicht kennen das einige Menschen da draußen, somit irgendwelche Fragen am Computer beantworten. Und dann wurde ich ins Büro von dem Ausbildungsleiter gerufen und dann sagt er, du Lisa, als Bürokauffrau will ich dich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und wollte wieder rausgehen. Und da meinte er aber, ich würde dich eigentlich gerne als Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung haben und ob ich mir überlegt hätte, ob ich die Ausbildung machen möchte. Und ja, also ganz ehrlich, ohne viel drüber nachzudenken, ich habe nur gedacht, geil, Ausbildung, ich muss mich nicht weiter kümmern, ich mache das jetzt einfach, schwimmen kann es nicht werden. Und genauso bin ich in die IT gekommen. Was sind die wichtigsten nicht-technischen Fertigkeiten, die dir in deinem Beruf geholfen haben oder helfen? Ja, finde ich irgendwie spannend und schwierig. Also ich glaube, dass es mir hilft, dass ich eigentlich ein relativ kreativer Mensch bin. Also auch außerhalb der Arbeit befasse ich mich irgendwie mit kreativen Dingen und ich glaube auch zu so Problemlösungen gehört immer dazu, dass man irgendwie mit Kreativität daran geht, dass man was Sinnvolles machen kann. Du hast vorhin schon Kommunikation gesagt. Also ich glaube, eine der Kernpunkte der Informatik ist, dass man mit Menschen spricht, um zu erfahren, was sie eigentlich wollen. Und ich glaube, dass das über viele Jahre hinweg irgendwie nicht so gut passiert ist und deswegen irgendwie nicht so tolle Software entwickelt wurde. Deswegen, also ich glaube, Kommunikation ist auf jeden Fall ein Skill. Ich bin sehr neugierig. Das hilft auf jeden Fall auch, gerade wenn man irgendwie Code verstehen möchte. Und in den meisten Fällen bin ich sehr geduldig. Also ich habe auch einige Hobbys irgendwie, wo man eher Geduld für braucht. Und gerade mit Menschen muss man oft geduldig sein, damit das irgendwie funktioniert. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Diese Frage finde ich zum aktuellen Zeitpunkt extrem schwer zu beantworten, weil ich bin zu InnoQ gegangen und habe mir vorgenommen, irgendwann in meinem Leben möchte ich einen Vortrag halten. Das ist nach 4 Monaten bei InnoQ passiert. Dann hatte ich mir vorgenommen, irgendwann in meinem Leben möchte ich ein Buch schreiben. Das ist dann dieses Jahr passiert. Dann habe ich mir vorgenommen, dass ich irgendwann die Advanced-Level-Prüfung machen möchte. Das war dann jetzt vor 2 Monaten. Und jetzt weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Also ich bin froh, dass ich hier bin. Ich mache gerne Trainings, ich arbeite gerne vor mich hin. Genau, vielleicht warte ich jetzt erstmal bis zum Neujahr, dass ich mir einen neuen Neujahrsvorsatz als Ziel nehmen kann dann. Aber gerade habe ich keine gute Idee, was mein Ziel ist, auf das ich mich konzentriere. Was ist die
Einschränkung an deinem Beruf? Also ich empfinde es als Einschränkung, dass es viele Menschen gibt, die nicht so empathisch sind in dem Beruf. Oder wie man, also ich weiß nicht, ob das gerade gut beschrieben ist, aber ich finde es immer schwierig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht in erster Linie an die Menschen denken, für die man gerade die Software entwickelt, sondern an erster Linie daran denken, wie sie sich gerade technisch verwirklichen können. Und denen es dann nicht so wichtig ist, dass das nachher noch einer versteht oder dass das nachher einer benutzen kann oder sowas, sondern für die einfach immer nur dieses, oh, jetzt kann ich das hier aber mega cool mit 3 Lambdas in einer Zeile ausdrücken und das kann ja nachher keiner mehr lesen, aber das ist mir egal, weil ich habe es jetzt richtig cool gemacht. Und ich finde, das ist eine Einschränkung, dass quasi nicht jeder die gleiche Perspektive hat. Das ist aber irgendwie sowohl eine Einschränkung als auch was, was es spannend macht. Was sind 3 Ratschläge, die du deinem 18-jährigen Ich geben würdest? Also genau, ich würde als erstes sagen, Lisa, du musst nicht unbedingt studieren, weil das hört sich, glaube ich, für viele Leute da draußen total blöd an, aber ich komme aus Göttingen, also ich habe in Göttingen Abi gemacht, auch die 13 Jahre, die der Eberhard noch gemacht hat, und Göttingen ist eine Universitätsstadt und ich bin mir sehr sicher, dass ich Abi gemacht habe und mir überhaupt nicht bewusst war, dass man auch trotz Abi nur eine Ausbildung machen kann, also dass das so im Rahmen der Möglichkeiten ist, weil ich immer dachte, dass man, wenn man Abi hat, muss man auch studieren. Und das hat mich in dem Moment total eingeschränkt in dem, was ich mir quasi rausgesucht habe an Dingen, die ich tun könnte. Also ich meine, jetzt Statistikstudium ist natürlich auch total abgefahren, aber das hat mich auf jeden Fall eingeschränkt und da würde ich meinem früheren Ich sagen, Lisa, du überlebst auch, wenn du jetzt nicht studieren gehst, das hilft dir. Genau, das war jetzt ein Ratschlag. Der zweite Ratschlag geht an die Lisa aus der 11. Klasse. Lass dir die IT nicht von dem Lehrer vermiesen, auf keinen Fall. Du kriegst es irgendwann noch hin. Du kriegst es auf die Reihe. Es ist nicht so, wie er sagt. Und der dritte Tipp ist, ich dachte wirklich, wirklich lange, auch als ich diesen Vertrag unterschrieben habe mit der Ausbildung, dass ich in der Ecke sitzen werde und mit niemandem sprechen werde. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, wirklich nicht so gut. Und ich dachte, ja, dann ist das so. Dann verbringe ich mein Leben in einem kleinen Kellerbüro, so, ne, wie man sich das vorstellt, mit Postern an den Wänden, im Dunkeln und schreibe vor mich hin. Und niemand redet jemals mit mir. Das ist dann halt so. Und ich war schon echt traurig, dass es so sein kann. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Genau, also als erstes, es gibt ja nicht nur einen Bereich in der IT. Ne? Also wir sind jetzt hier und sprechen über Softwarearchitektur im Stream in dem Moment. Aber man kann ja auch ganz andere Wege einschlagen. Also es gibt so viele Ecken und wenn einem jetzt zwar die IT interessiert, vielleicht auch Softwarearchitektur interessiert, aber man vielleicht nicht coden kann, gibt es halt trotzdem irgendwelche anderen Ecken, die man einschlagen kann. Also man kann ja, also ich möchte einfach sagen, in der IT gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich zu daran zu erfreuen, was man tut. Also Eberhard meinte schon, das muss einem Spaß machen, was man tut, das stimmt. Und wenn man jetzt hier in diesem Bereich gerade verzweifelt, vielleicht macht mir das Entwickeln in 3 Jahren keinen Spaß mehr, dann weiß ich, ich kann trotzdem in der IT bleiben, weil es einfach so ein großes Feld ist, wo man irgendwie zuschlagen kann oder arbeiten kann. Genau, was ich außerdem mitgeben möchte, immer nachfragen, also Fragen, Fragen, Fragen. Das glaube ich hier in schon unendlich vielen Folgen gewesen. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte diesen roten, grünen, gelben Button, was auch immer in der Ecke der XYZ macht, immer fragen, warum. Also das ist super wichtig und damit kommt man auch weiter. Und ich wünsche mir, dass mehr von euch Leuten da draußen an die Leute denken, die das nachher benutzen müssen. Weil ich glaube, dass das irgendwie manchmal untergeht in solchen Projekten. Dann ist die Bonusfrage, was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT, wenn es etwas bei dir gibt? Ja, also genau, ich habe Freizeit. Ich mache auch nicht so viele Trainings und Vorträge und alles. Ich zeichne und male gerne, das habe ich eben schon gesagt. Ich lese gerne und habe es dieses Jahr endlich wieder geschafft, mehr zu lesen. Darüber freue ich mich sehr. Natürlich mache ich nicht nur coole Sachen, sondern ich sitze auch gerne auf dem Sofa und gucke Netflix.